So, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K14 Challenge. Ihr bekommt hier die Möglichkeit, mir Herausforderungen zu schicken in WWE 2K14. Und wenn ich diese meistere, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich es nicht schaffe, bekommt ihr einen Punkt. Und ich sag's nochmal, haltet euch kurz in eure Challenges. Die simpelsten Ideen sind meistens die besten. Und ein paar Leute haben es echt begriffen. Es gibt so 1, 2, 3 Leute, die schicken immer wieder gute Challenges ein, mit denen ich recht zufrieden bin. Und einer von diesen ist der gute Schnucki98, von dem habe ich schon so einige Challenges angenommen, weil die oft kreativ sind. So sagt er zum Beispiel, für die heutige Challenge, verliere ein Hell in the Cell Match durch Submission. Du, der Undertaker, die Gegner, Daniel Bryan, Alberto Del Rio, Bret Hart, Ric Flair und Chris Jericho stellen ein, dass jeder am Anfang bereits 3 Finisher hat. Ich gucke nochmal genau nach, ob ich auch Chris Jericho gerade 3 Finisher gegeben habe. Oh, muss ich jetzt nochmal machen, super. So, na, siehst du? So, dann machen wir nochmal eben. Das Ding ist halt, diese 3 Leute haben, Quatsch, die 6 Leute haben halt alle Submission-Finisher. Was, da vom Vorteil ist. Nur, du musst es dir erstmal schaffen, dass sich wirklich keiner stört. Ne? Das musst du erstmal schaffen. Du musst verlieren. Ist, auch voller Mindfuck. So, Hell in the Cell hatte ich gemacht. Und hier würde ich mal sagen, jetzt los, der aktuelle Zwischenstand ist natürlich 21 zu 20, also noch knappes Ding für mich aktuell noch. Mal sehen, ob ich die Challenge für mich entscheiden kann. Ich bin gespannt. Jeder mit 3 Finishern am Start, aber nicht jeder hat nur ein Submission Finisher. Also mal sehen, ob Daniel Bryan irgendwie seinen Busaigu nie raushaut, sein Knee Plus oder Chris Jericho sein Codebreaker. Mal sehen, ne? Einfach durch Submission verlieren, egal wie, egal wo, egal wann. Das Ding ist ja, es ist nicht Dings hier. Komm, dann lass ich doch mal. Pass auf, denn. Genau, pass auf, jawohl. Alle sind beschäftigt und lass ich einfach. Pass auf. Na, fuck. Das wäre eine gute Challenge gewesen, wäre das jetzt der Sieg gewesen. Prüfen wir gleich nochmal. Eigentlich muss ich ja gar nichts machen. Eigentlich muss ich ja gar nichts machen. Da hinten gibt es einen Pin. Weil außerhalb des Pins, außerhalb des Rings, gehen keine Submission. Und Bret Hart hier mit einem Pile Driver bringt uns jetzt natürlich nichts. Der soll hier seinen Sharpshooter zeigen. Los, da müssen wir erstmal am Boden legen. So, macht einen Offenlight Suplex. Okay. Joa. Dann sehen wir uns am besten Gegner aus, der aus dem Stand einen Finisher hat. Wie zum Beispiel Del Rio. Wird sich eher anbieten. Der macht nämlich gerade seinen Cross Arm Breaker am guten Chris Jericho. Er steht aber nicht, dass ich via Submission Finisher verlieren muss. Von daher, praktisch. Na, greif ein hier. Warum macht er nichts? Ich weiß es nicht. Ich brauche es nicht mit Jericho. Ich möchte hier den Rio. Nein, auch der falsche. Hier. Have fun, you two. Nein, Jerick. Ihr konnt das, ne? Mhm. Komm, dann machen wir mal Finisher. Euch zuliebe. Bin ich nicht nett. So, Tombstone Power Driver. Reicht mir aber nicht. Hier, mach den an uns. Jetzt. Jawohl. Und jetzt einfach hoffen, dass keiner eingreift. Und. Fuck. Fuck. Schade. Wäre zu gut gewesen. Eventuell ist es ratsam, sich ein paar Mal vom Käfig schmeißen zu lassen. Damit man dann ordentlich Schaden hat. So, jetzt kriegen wir erstmal Figgy von Leglock ab. Geht doch immer besser hier. Bitte seid alle beschäftigt. Sieht gut aus. Jawohl. Sieht wirklich gut aus. Mach. Und verlieren lassen. Der Rio bleibt weg. Wieso hört er einfach auf? Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. So, komm. Du bist ein Pile Driver. Mir Wayne. Denkst du wieder ein Pile Driver? Und der Seite Bret Harts. Eingreifen. Bam. Da eingreifen. Mensch. Die Leute hier. Die schaffen es auch nicht, selber einzugreifen, oder? Muss der Onkel alles machen. So, da gibt es auch eine Submission. Leute, macht was. Hier. Ich würde gerne mit. Hier, nehmen wir Daniel Bryan hier. So, komm, mach. Mach. No Lock. Mach No Lock. Nein, macht er nicht. Die No. Yes. Rebel Lock. Whatever. Crossface. Oma Plata. Oma Plata Crossface. Um genau zu sein. Fuck, der macht Rolling Elbow. Oder Forearm, ich kann immer nicht so gut unterscheiden. So, helfen wir aus, da genau. Schöner Schulterbreaker, ja. Und Death Daddy! Ach ne. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was ich
gerade gedacht habe. Wen nehmen wir denn? Ich möchte gerne mit Daniel Bryan hier zusammenarbeiten, aber der hat keinen Finisher mehr. Dann habe ich einfach, dass mich irgendeiner attackiert hier. Ric Flair hat noch zwei Finisher am Start. Der ist ein Comeback. Komm, dann macht dein Comeback an uns, Bryan. Jawohl. Dass du einen Finisher kriegst. Ja, du musst schon zu uns kommen, ne? Ja, nicht so. Aber auch genau passend. Richtig passend. So, da hätten auch passen. Kämmerklatsch. So. Ich muss wirklich aufgeben, ne? Das war die Challenge. Nicht, dass ein anderer aufgibt, weil ich würde ja dann auch verlieren, wenn ein anderer aufgibt, durch Submission. Aber ich glaube, er meint, dass ich tappe. Ich möchte gerne den Rio eigentlich haben. Der macht gerne Submissions. Muss ihn bloß mal anvisiert haben. Geile Submission. La 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 la. Nein, nicht wieder Pin verlieren. Nicht wieder Pin verlieren. Das wäre ja das Einfachste der Welt. So, dann einmal. Mach. 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 Submission. Oh nein, da hinten gibt es einen Pin. Oh Gott, ein Glück. Jetzt macht er sein Signature Move. Das ist okay. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Ach, ein Glück. Ich möchte gerne bei der Rio bleiben. Schön aufpassen, dass hier nichts passiert. Okay, okay. Was gibt's da hinten? Ich hab's nicht ganz gesehen. So. Heilräume schon wieder, ne? Von Bret Hart. Leute. Euer Einsatz. Na, ein Glück. Hat war aber echt knapp. Kurz Herz stehen geblieben. Okay. Hier. Kannst du haben. Wer hat denn hier Submission? Bin ich schwer im Stand. Müsste gleich der Rio sein, wenn er seinen Signature Move fertig hat. Nein. Du sollst bitte. Na. Hör auf hier. Hör auf. Nein, er macht Codebreaker. Macht Codebreaker. Leute. Oh. Massenauflauf hier. Und ich meine nicht die Nudelauflauf. Konnte er. Nein, er macht Piledriver. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Out of nowhere kommt er an und sind alle beschäftigt. Leute. Ah, ich habe umsonst Resilience hier eingesetzt. So viel brauche ich ja eh nicht. Na doch, vielleicht später mal. Falls doch wieder ein Pin kommt, wo ich noch nicht verlieren möchte. Okay, hier, passt auf. Greift einer. Super. Daniel? Nein, ich will auch gar nicht pinnen. Du sollst Submission machen. Machst du? Macht er nicht. Warum machen die alle keine Submissions? Dann, wenn man die mal braucht, dann machen die keine Submissions. Sonst hat man immer das Gefühl, dass man ständig in Submissions. Ah, ich dachte schon. Gerne klatscht. Doch! Submission! Jawohl! Jawohl, alle beschäftigt! Oh, warum hört er dann auf? Das wäre der Sieg für uns gewesen. Also der Sieg für die Challenge. Das wäre doch gewesen. Kriegen wir auch noch den Body Slam hier ab in die Seile. Daniel Bryan, was geht denn ab heute mit dir? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Mal irgendwas an uns. Na oh, nein. Shoddy Wizard. Pass da hinten auf. Danke. Ich verstehe nicht, warum wir nicht aufgegeben haben. Muss ich irgendwie kämpfen? Man ist doch nicht gezwungen, Bandsmärchen zu machen oder was? Ihr Destiny macht. Nein, er macht German. Tun wir. Ich glaube schon, ne? Hier, mach. Mach, Submission, irgendwas. Nein! Leute? Okay, sind noch so rausgekommen, gerade so. Hat der. Finisher? Nein. Ja, okay. Ja, wollte ich auch gerade machen. Wollte ich auch gerade machen, klar. So, dann. So, probieren wir mal, ob er Contact. Nee. Aber zu schlau war, ich weiß es nicht. Kommt bestimmt jetzt ein Pin. Und Ric Flair schafft es nicht einzugreifen. Doch, hat er noch geschafft. Ich bin erstaunt. Daniel, du bist auch ein Submission Specialist. Dann leg dich mal an hier mit uns.
Leg dich mal an hier mit uns. Komm! Komm! Nein, nicht pennen! Gut. Macht irgendwas mit mir. Ja, ich konnte nicht. Macht der Submission? Na, macht Straight Jacket German. Wartet? Weiß ich nicht. Ob Straight Jacket war oder normaler German. Wer ist hier gerade am Finisher einsetzen? Die Rio? Nee. Bret Hart war da hinten. Derjenige. So, Leute. Achso, ich dachte. Doch, hier. Da ist ein Pin. Stack up. Okay, das kann ein langes Match werden. Das sage ich euch. Jetzt gibt's da den Armbreaker. Sollte doch an mir passieren. So, jetzt. Mach, mach, mach. Da greif ein. Erstmal genau. Jetzt an mir. Kann man das provozieren? Kann man irgendwie Submissions provozieren? Aber Leute, hier, Ricky, danke. War auch wieder knapp, ne? Muss man sagen. Ist das eine tolle Challenge? Ich fand ihn wirklich kreativ, aber okay, das ist das Ende. Doch nicht. Wieder Rolling Elbow gekriegt. Ich kann eigentlich nur warten, bis irgendeiner mal Submission an mir macht und dann, weil es im Pin kommt, muss ich auskicken. So, das verliere ich jetzt mit Absicht. Das würde ich die nicht oft genug verlieren. Jetzt macht doch mal eine Submission. Macht eine Submission. Macht doch mal eine Submission. Ach so, oh. Leute, ich habe kurz nicht hingeguckt. Oh, ein Glück. Wenn keiner noch Submission Finisher gerade. Nein, nur Ric Flair. Dafür müssen wir erst am Boden liegen. Na, 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 nein. Okay. Was macht er sein? Fuck. Oh, 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 oh. Genau. Danke. Der gute, der Rio hat gleich wieder Cross-Arm-Breaker. Den gehen wir mal zu ihm. Jetzt hat er einen Finisher. Lass mich zu ihm. So, jetzt da gibt es gleich den No-Lock. Okay. Hier, mach. Die Leute sollten alleine klarkommen. Nein! Greift ein! Ich muss es machen. Oh, ein Glück. Da! Cross Armbreaker! Und tschüss. Klappt nie was, ey. Nie! Leute! Okay. Ricky! Wer ist am Mischen? Nee. Ich komme. Warte, kann ich auch die andere Aktion eigentlich machen? Hier, ein Double Axe Handle, um Pin zu unterbrechen. Ich bin mir da nicht sicher. Ey, wie lange soll das Match gehen? Ich mache beim nächsten Mal Time Limit, wenn solche Matches kommen, ey. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft, das sage ich euch. Einmal 360 gemacht. So, ne, ich habe doch schon unterbrochen. Hier, Konter. Konter. Und jetzt. Submission. Ich glaub es nicht. Glaub es nicht. So, jetzt ist vorbei. Doch nicht. Na. Da würde ich nicht mal alleine rauskommen, aber sowas von nicht. Mach. Nein. Diesmal mache ich Submission Match draus. Fuck. Oh, was? Da bin ich da rausgekommen. Da wären alle beschäftigt gewesen. Okay. Bring mich zu Boden und dann machst du ein bisschen. Komm. Ganz Signature Move. Ja. Okay, drei Leute haben Signature Move. Oh, da in der Ecke gibt es einen Finger vor Leglock. Am Ringpfosten. Wusste ich bis vor kurzem gar nicht, dass es den gibt hier im Spiel. Aber nice. So, jetzt hat der Rio. Jawohl, CCC an uns. Mach, 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 mach. Nicht eingreifen da. Er kommt so raus. Jawohl, pass auf, jetzt.
Der Sieg ist mein! Der Sieg ist mein! Nein! Ach Mann! Niederlage ist mein, hätte ich eher sagen sollen. Jawohl, der Sieg ist mein! Der Sieg ist mein! Oh, ihr seid behindert alle im Kopf! Oh Mann! Backbreak! Leider kein Submission. Oh, ist da pissig. Mach irgendwas. Komm schon. Ric Flair? Na, zählt nicht als Submission! Wie lange soll ich das hier noch weiterführen? Bis mal ein Sieger gefunden wird. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Mach Codebreaker. Boah, hab eh Hunger, ey. Ich muss ja noch eine Challenge aufnehmen. Na, werde ich noch schaffen. Und dann gibt's Happa Happa. Ja, komm. Nein, ich bin mal unterbrechen müsst hier für den Mist. Okay. So, da war ein paar Driver. Finisher hinterher auch noch. Hier, hier. Danke, danke. Del Rio. Del Rio. Mach eine Submission. Okay. So, wenn bei 20 Minuten auf meinem Counter noch nichts passiert oder immer noch keiner gewonnen oder verloren hat, dann breche ich die Challenge ab. Und mache daraus ein No-Contest. Ich hoffe, das ist okay für euch. Dann gilt es einfach nicht. Ich denke, das ist verständlich, warum. Und ich denke, ihr seid damit zufrieden. Wird damit ja nicht langweilen hier. So. Oder mache ich da aus einer Niederlage? Nee. Den, oh, okay, ist vorbei. Doch nicht. Doch nicht. Ich dachte, jetzt werden alle beschäftigt. Kines? Danke. So, jetzt kriege ich nochmal Pile Driver ab. Warum kein Sharpshooter? Da war Busagoni. Oh, zwei Pins gleichzeitig. Bin so rausgekommen. Weil ich dann eingegriffen hat oder was? Hat auch keiner den Mut rauszugehen, ne? Ich bin da. Nein, der Falsche! Wer möchte denn was abkriegen? Na komm, dann gehen wir jetzt mal raus hier. Das ist ja auch doof. Aber da gibt's erstmal einen Pin. Hinten. Oh! Hier, wir gehen raus, der Rio. Wir gehen raus. Wir gehen raus, okay? Machen wir die Crowd ein bisschen leerer und jetzt ist vorbei. Doch nicht, er gibt nicht auf! Er gibt nicht auf! Leute, danke. Er gibt nicht auf. So. Verdammt. Da gab es den Codebreaker. Nein, fuck, ich hab gedacht, ich hab eingegriffen. Und er kommt auch noch raus. Ich wär's es nicht. Raus. Go, Daniel. Bitte dahin. Wir schicken dich einmal. Geht er hier? OMG-Moment. Na, jetzt ist aber. Ne, doch nicht. Ich dachte, die sind. Die müssen doch schon so angeschlagen sein, dass sie bei jedem Pin nicht mehr rauskommen. So, werden sie mit dem Move. Da hinten gibt's. What's up, Jericho? Die hätte ich gern abbekommen. Bin sozusagen reingeflogen gerade. Mach! Na, German nur! Wir hatten Fege vor der Glock. Na, Leute! Fellow Wrestlers. Die sind halt einfach alle zu dicht auf dem Punkt und dann trauen sich ja auch einfach nicht. Außer bei mir nicht. Ne, die trauen sich schon, aber bloß bei mir wieder nicht. Daniel, du bist ein Submission Specialist. Mach jetzt. Ich fasse nicht. Ja, das ist auch ein Signature Move. Oh oh. Bye-bye. Oder? Ich schaff's noch. Ah, oh, ein Glück. Ah, oh, ein Glück, ey. So, Daniel Bryan gleich mit dem Signature Move. Dann könnte ich mir eigentlich das mal. Können eigentlich dafür sorgen, dass er seinen No-Lock an uns macht. Jetzt zweifle es irgendwie. Muss ich drücken? Dreieck. Und Viereck. Siehst du, verkackt. Nice. Daniel. Daniel, machen uns.
Hayek, ich möchte aufstehen. Aufstehen, lass mich aufstehen. So. Das hat er eben schon gemacht, ne? Ich fass es nicht. Oder? Ne, hat er noch, ne? Hat er noch. Ist ja immer nicht so sicher. Oder hier. Du willst ihn gerade machen. Dann mach an uns. Mach. Jawohl. Bitte, bitte, bitte. Und Ende. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, ein bisschen mehr als 20 Minuten. Mir egal. Ich hab's geschafft. Ist ja nicht 20 Minuten Matchtime, sondern... Ja, ja. Ich hab's geschafft. Hat aber auch gedauert. Oh. Out of nowhere hole ich mir den Sieg in der Challenge, die Niederlage Match. War eine gute Challenge, bisschen aufwendig, aber hat geklappt dann noch am Ende. Mit ein bisschen Geduld geht's. Mal sehen, wir noch den finalen Cross-Arm-Bracket sehen. Und würde ich mal sagen, steht es nun 22 zu 0. Zwei Punkte Vorsprung. 22 zu 20 natürlich, nicht 22 zu 0, das wäre ein bisschen fies. So hier, pass auf, da zeigt er den Cross-Arm-Breaker, da seht ihr es nochmal. Und da habe ich natürlich instant ausgetappt. Instantly. Oh, jetzt habe ich aber Hunger. Ich muss noch eine Ausgabe aufnehmen. Ist ein Pinguin oder so Scheiß? Ja. Leute, wir sehen uns am Samstag wieder bei einer weiteren Challenge. Heute war nämlich Mittwoch oder sowas, ne? Ja, ist ein bisschen komisch, wenn man als Verlierer vom Match geht, aber Sieger von der Challenge. Nice. Bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Franz, euer Zock. Daumen hoch, wenn euch die Episode ein bisschen unterhalten hat. Und wir sehen uns. Tschüss.